Ja. Das ist so der Moment, wo man im Auto das Radio ausmachen muss, weil man sonst nichts sieht, ne? Genau, dieser Fresse-Moment. On this cold December day, we are on our merry way. Riding along, just singing a song. Hallo und willkommen zu Folge... Welche Folge haben wir? 4 oder 5? Gestern war 4. 5. Folge 5. Zum Vlog MessOS. Heute geht es, wie gesagt, um die Kommode, beziehungsweise ich sag mal Kommode, Konsole heißt das Ganze. Das ist ein Kamin. So, und der soll heute weihnachtlich dekoriert werden. Es gibt eine Info, beziehungsweise ein Feedback. Und zwar habe ich versucht, in den letzten beiden Folgen, Folge 3 und Folge 4, mich beim Schnitt viel mehr zu verändern als sonst. Also ich habe coole Musik ausgewählt, ich habe knackiger geschnitten. Und ich brauche mal dein Feedback. Der YouTube-Algorithmus, der mag uns nicht mehr ganz so doll, weil wir in letzter Zeit so wenig, beziehungsweise so lange Zeit nichts gemacht haben. Deswegen ist es wichtig, dass du dieses Video bis zum Ende guckst, damit die Watchtime sich erhöht, also die Zeit, wie meine Videos gesehen werden. Ich würde mich total freuen, wenn du es zu Ende guckst. Und wenn dir das aufgefallen ist mit dem Video, wie ich das schneide, mit coolerer Musik und so, dann gib dem Video bitte einen Daumen nach oben. Mach das in Zukunft bei allen Videos, die dir gefallen. Nicht nur bei mir, sondern bei allen YouTubern, weil für mich ist, den Daumen nach oben zu geben, wie ein Applaus. Wenn du dann noch einen Kommentar schreibst, ist das Applaus mit Kreischen, Pfeifen und Füße stampfen. Und wenn du mir dann auch noch ein Abo da lässt, weil du uns noch nicht abonniert hast, dann ist das quasi, als hätten wir alle ein erotisches Gentleman. Also, abonniert den Kanal und gebt mal bitte Feedback. Ist euch das aufgefallen? Im letzten Video habe ich gesehen, war die Stimme zu hoch gepegelt. Das werde ich versuchen, dass das hier nicht passiert. Aber gebt mal Feedback, ist wichtig. Und dann packe ich nochmal einen Link unten in die Infobox. Wenn du da drauf klickst, dann spielt dieses Programm, also YouTube, jedes meiner Videos automatisch ab. Lass einfach laufen zwischendurch, dann verpasst du keines meiner Videos. Das erhöht ebenfalls meine Watchtime. Und jetzt geht das los. Ich habe den Vorschlag gemacht, dass wir in der Mitte ein Bild von uns beiden aufstellen, was wir noch nie in der Weihnachtsdeko gemacht haben. Mhm. Aber inzwischen haben wir ja Weihnachtsbilder von uns. Und die beiden hier aus Disneyland sollen einen Platz bekommen zum ersten Mal. Und das werden sie auch. Die werden wahrscheinlich in die Girlande kommen. Und da das Ganze dann ja schon so ein bisschen nach Spielzeuglebkuchen aussieht, habe ich gedacht, dass das ganze Thema vielleicht so ein bisschen dieses Jahr so sein könnte. Mhm. Was hat es mit dieser Girlande auf sich? Die kommt vorne an die Front von der Konsole, von dem Kamin. Mhm. Aber die Haken sind noch nicht drin, Schatz. Haben wir die überhaupt? Wissen wir, wo die Haken sind? Ich kann sagen. Ich weiß, dass die Haken dann nicht mehr dran sind. Ja, das sehe ich auch, aber brauchst du sie ja hingetan. Ja, wenn wir das wüssten, wo die sind. Die haben wir abgenommen und dann irgendwo hingelegt, oder? So, guck mal, was da liegt. Die Haken! Habe ich gefunden. Super. Geil, ne? Sehr. Ich bin echt ein Hengst im Pony-Format. Gestern war ich der talentierte Tinder. Heute bin ich der talentierte Tinder. Genau. Ich weiß überhaupt nicht warum, aber ich habe einfach in den letzten Monaten immer und immer wieder Batterien gekauft. Übrigens, denkt dran. Geht nochmal los und holt nochmal Batterien. Ich sag's euch, Weihnachtsgeschenke, die Batterien brauchen und an Heiligabend keine Batterien haben, sind die schlimmsten Geschenke ever. Hab ich als Kind ausgefunden. Wirklich, ohne Scheiße, kriegst du ein geiles Geschenk, kannst du einfach nicht benutzen. Ne? Gibt es Schlimmeres an Weihnachten als Kind, als Spielzeug ohne Batterien? Ich glaube nicht. So, da ist sie, die Girlande. Die wird jetzt in diese Haken reingehangen, ne? Und dann kann ich die wieder aufplustern, wie den Weihnachtsbaum. Das sieht doch schon besser aus. Also wird das eine Disney-thematisierte Deko, Schatz? Ja, das ergibt sich einfach aus diesen beiden wunderschönen Teilen hier. Ja. Ne? Und unseren Mickey-Nussknacker. Das stimmt. So, wir wollen die aber noch ein bisschen aufbuschen, ne? Hast du da einen Tipp, wie man das machen kann? Oh, kleine süße Zauberlichter. Ja, das ist nur ein bisschen. Nur so ganz klein bisschen, ne? Genau, das ist einfach nur so ein bisschen. Die können wir ja noch hervorfriemeln. Frage, wie bei einer echten Girlande, da liegen die Nadeln. Krass, ne? Naja, dann sauge ich halt nochmal, das war ja sowieso klar. So, hier steht Schnee drin. Was kommt da drauf? Erzähl mal. Madame Coutine. Mhm. Okay, das heißt, da kommt dann jetzt die Glasglocke drauf. Tassilo. Tassilo?
Tassilo auch noch dazu. Tassilo kriegt eine eigene kleine Glocke, ne? Ja. So, dann Tassilo. Kommt Mickey in die Mitte? Als Highlight? Wir haben ja noch ein kleines Bild von uns, was du vorbereitet hast. Hast du schon vergessen? Achso. Ich wollte erstmal gucken, wie war das? Kannst du ja vielleicht machen, du bist ja der Experte dafür. Ich lege erstmal die Sachen hin. Also das soll ja auch sehr, nicht gut. Das soll ja auch sehr persönlich sein, deswegen würde ich das jetzt hier quasi als Läufer in die Mitte machen. So. Mhm. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Drahtlichtkette mit eingearbeitet, die hier so... Die dann so kleine Highlights machen, das finde ich ganz toll. Jetzt kommt ein Bild vom letzten Weihnachten. Mhm. In die Mitte. Mhm. Als zentrales Weihnachtsobjekt. Der Welt kommt dieses Jahr nicht an den Weihnachtsbaum, sondern vielleicht hier. Müssen wir mal gucken. Ja. So, und dann können wir hier gleich noch irgendwie Kleinigkeiten drumherum machen. Guck mal, haben wir noch diese. Mhm. Die würden doch da auch noch zupassen, wenn man die hier so seitlich dann noch macht. Mhm. Fände ich schön. Probier mal aus. Kannst es ja wieder wegnehmen, wenn es nicht passt. Ja. Das ist gut. Ich auch. Oh, das ist toll, Schatz. Das wird ziemlich gut. Ich freue mich schon drauf. Also so langsam nimmt es Form an. Und die jetzt noch hier hin. Mhm. Das ist jetzt Fummelkram. Muss man jetzt die Schnauze halten, ne? Ja. Das ist so der Moment, wo man im Auto das Radio ausmachen muss, weil man sonst nichts sieht, ne? Genau, dieser Fresse. Moment. So. Schön. Ich habe die jetzt bewusst so aufgehangen, dass das asymmetrisch ist ein bisschen, aber trotzdem in der Mitte was Klares ist. Okay. Ja. Gut. Ja, ich finde das ganz gut. Ist okay so. Allerdings sieht mein Auge, dass Mickey. Ich hab eine Idee. Ich habe eine Idee. Komm. Ich finde, damit das jetzt nochmal einen Rahmen kriegt und ruhiger wirkt, obwohl ja da jetzt ordentlich was los ist, müsste es symmetrisch rechts und links noch so, das sind nur meine Lückentam. Die sind, ich finde die einfach cool. Würde ich Mickey nach vorne holen, zack, die Tanne dahinter, zack. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Kleinkram und zwar, weil ich finde es ganz gut, dass die in so kleinen Jute-Säckchen sind, aber da könnten noch ein paar Tanz. Ach, die Spitze, ne? Die killt mich ja. Tanzhaften. Die Spitze, die killt mich, die muss gerade sein. So, dann kommen wir hier unten. Dafür bin ich ja berüchtigt, ne? Oh, toll. Das liebe ich ja, ne? Und kann gar nicht genug von haben. Wenn du die Girlande insgesamt ein bisschen üppiger möchtest, habe ich hier auch noch so Schneezweige genommen. Das ist übrigens ein Tipp, den ich euch allen geben kann. Wenn Girlanden einfach ein bisschen zu dünn geraten sind oder ihr habt da so wie hier, guck mal, so kleine Lücken, dann... Krass, ne? Oder? Dann nimmst du einfach diese Zweige hier, zack, packst die dazu. Sieht ja auch so toll echt aus. Das macht eine Girlande übrigens viel, viel authentischer, wenn verschiedene Tannenzweige bzw. verschiedene Tannenarten da reingesteckt werden. Also ihr Lieben, einfach hier und da noch so ein paar Zweige rein. Jetzt habe ich hier noch so ein paar Zweige. Die Spitze, die geht mir immer noch total auf den Sack, ne? Da muss ich da nochmal ran. Naja, gut. Für alle, die sagen, ja, schön, ich hätte aber gerne noch ein bisschen, das ist mir noch nicht pompös genug. Könntet ihr auch, ich weiß nicht, ob ich es jetzt machen werde, so Amaryllisblüten, künstliche, kann man. Das mache ich meistens gern. Guck mal, Holger, ich will es einmal zeigen, ne? Nur so als Idee. Ne? Blüten kann man auch ganz, ganz toll in die Girlande machen, wenn man noch ein paar Farbtupfer haben möchte. Was meinst du? Mega. Aber? Der Mickey Mouse Handschuh stört mich noch, das ist aber nur eine Kleinigkeit. Und die Kabel links unten, das sollten wir auch noch kaschieren. Vielleicht können wir da noch zwei Tannen vorstellen, das ist ein bisschen Tannengrund vor dich. Mhm. Der ist zwar richtig schön und voll süß. Das ist übrigens ein Kerzentopper, ne? Den macht man auf große, runde Kerzengläser von den Bekannten. Okay. Ich würde da lieber noch ein schönes, kleines Licht hinmachen. Das ist jetzt noch ein kleines Lichtchen. Ich finde das dann ein bisschen schöner. Für den Kamin haben wir, kommen Sie mal runter, haben wir das mal so gemacht, dass wir quasi Holzscheite online bestellt haben. Kann man nämlich alles online machen. Und da haben wir eine Lampenfassung genommen und diese Flackerlampen
Die haben wir geholt, um dann da drauf einfach quasi ja, das Holz so zu legen. Tipp Nummer 1, Lampenfassung mit diesen Flackerbirnen verlinken wir euch unten in der Infobox. Da findet ihr auch übrigens ein paar Haushaltswunder. Sind so Allrounder, die wir da euch zeigen. Ne? Und dann gäbe es noch die Möglichkeit, einen großen Stern, den könnte man auch so machen. Und dann, guck mal, könnte man den in den Kamin reinlegen, weißt du? Ohne das, ohne die Holzscheite, dass der einfach so im Kamin stehen würde und als Licht. Dann hätte man auch eine kleine Quelle im künstlichen Kamin. Das war nochmal so ein Tipp. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ja interessant. Findest du es gut, wenn da auch ein Stern drin wäre? Ja, ziemlich geil. Noch geiler wäre. Passt jetzt natürlich farblich auch total toll. Ja, ja, noch geiler wäre es natürlich, wenn wir den Kamin von innen schwarz streichen würden. Also wenn der innen drin schwarz wäre. Ja. Das wäre perfekt, weil dann gibt es, dann sieht es noch echter aus mit den Holzscheiten. Das, ne, würden wir jetzt auch machen. Ich habe sogar schwarze Farbe drin. Wenn wir nicht wüssten, dass wir das Projekt ziehen wollen. So sieht er aus, unser Christmas Chimney, der Weihnachtskamin ist fertig dekoriert. Wenn euch das Video gefällt, dann bitte unbedingt einen Daumen nach oben geben. Und ja, schaltet auch morgen wieder ein. Am Ende blenden wir euch jetzt nochmal Vlogmas-Folgen ein. Und denkt dran, ein Video zu liken ist für uns wie Applaus. Also liked das Video und schenkt uns euren Applaus. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased, but this is my favorite. Willst du mal gucken, was da drin ist? Ja, aber das würde ich gerne ein bisschen besser zelebrieren. Aber kriege bitte keinen Schock. So, jetzt kann es losgehen. Jetzt können wir den Baum endlich aufstellen. Ab nach oben. Na, wer krabbelt da unten rum? Was? Ja, du? Also hier ist erstmal der Ständer.